Zahl. Ob das sich letztendlich lohnt, was das bedeutet für die Anleger bzw. auch für die Nutzer, das weiß mein jetziger Gast, Holger Schmidt. Er ist Chefkorrespondent vom Focus Magazin. Ist mit 19 Milliarden US-Dollar für WhatsApp. Das ist kein Schnäppchen. Warum ist WhatsApp so wichtig für Facebook? Ja, WhatsApp ist natürlich ganz klar die dominante Messaging-Plattform und hat Facebook auch viele Nutzer weggenommen, die eben nicht mehr mit allen ihren Freunden auf Facebook kommunizieren wollen, sondern eben nur noch mit ihren echten Freunden, die vielleicht nur eine Handvoll sind. Insofern hat WhatsApp einen großen Teil der Kommunikation an sich gezogen und da konnte Facebook nicht tatenlos zusehen und hat zugeschlagen und 19 Milliarden oder 16, je nachdem, wie man es sehen will, sind, glaube ich, nicht zu viel, zumal der Großteil davon ja in Aktien bezahlt wird. Aber was kauft man denn? Wie will man das Ganze amortisieren? Oder ich will es mal anders formulieren. Will Facebook wirklich nicht an unsere Adressbücher ran? Denn angeblich kann WhatsApp genau das, all diese Daten auslesen und vermarkten und tut das auch. Ja, WhatsApp braucht natürlich die Adressbücher, um die Kommunikation herzustellen. Das heißt, man lädt schon sein Adressbuch auf dem Smartphone auf die WhatsApp-Server, damit man mit seinen Mitmenschen kommunizieren soll. WhatsApp hat klar gesagt, dass sie eben kein Werbegeschäft aufbauen wollen, also da und unabhängig bleiben wollen von Facebook. Das heißt, dort wird es erstmal keine Überstülpung des Facebook-Geschäftsmodells geben. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Frage, glauben die Nutzer, dass eine Facebook-Company eben diese Daten nicht speichert und nicht für Werbezwecke ausnutzt? Das ist eventuell eine Frage, die man abwarten muss, ob die Nutzer sozusagen das mitmachen. Das ist noch offen. Aber diese Diskrepanz, ich zahle 19 Milliarden oder 16 Milliarden, wie auch immer, 50, 40 Dollar pro letztendlich Kunde. Und auf der anderen Seite habe ich dann einen Umsatz von zahlenden Kunden bei WhatsApp für 400 Millionen maximal, sagen wir mal 300, sind ja viele dabei, die schon länger dabei sind, die nichts bezahlen müssen. Wie komme ich von diesen 300 Millionen US-Dollar Umsatz zu den 19 Milliarden, die ich jetzt bezahle? Man muss sehen, wie WhatsApp sich entwickelt. Die haben jetzt 450 Millionen Nutzer und die wachsen so rasant schnell, dass Mark Zuckerberg ja auch schon eine Aussicht gestellt hat, das ist das nächste Unternehmen mit einer Milliarde Nutzer. Und da ist ja noch nicht Schluss. Also das Ziel von Jan Koum, dem CEO von WhatsApp, den ich neulich sprechen konnte, ist sozusagen auf jedem Smartphone dieser Welt zu sein. Wie so eine Art Versorger für die Kommunikation der Menschen. Wenn ich mit jemandem kommunizieren will, tue ich das über WhatsApp. Und sein Ziel ist, sagt er, in ein paar Jahren möchte er auf 5 Millionen Smartphones sein. Und jeder von denen einen Dollar zahlt im Jahr, dann ist auch das viel Geld und dann amortisiert sich das relativ schnell. Also wenn WhatsApp es schafft, sozusagen das zentrale Kommunikationstool zu werden für die mobile Gesellschaft, in die wir jetzt reinmarschieren, dann amortisiert sich das, glaube ich, relativ schnell. Man muss da einfach sozusagen das große Bild vor Augen haben, mit dem sich WhatsApp bewegt und da sind sie relativ gut unterwegs. Und im Moment wachsen sie ja schneller als die Konkurrenz. Insofern war das, glaube ich, ein strategisch schlauer Schritt von Herrn Zuckerberg. Kann doch aber auch noch hinten losgehen, dass die Kunden jetzt sagen, ach nö, ich will nicht, ich suche mir Alternativen, die es ja gibt, die klein noch sind, aber WhatsApp hat ja auch mal klein angefangen und dann in irgendwann 3, 4 Jahren muss Facebook den nächsten großen Konkurrenten wegkaufen, dann vielleicht für 25 Milliarden. Ja klar, es gibt Alternativen. Es gibt in Asien große WeChat und Line. Es gibt von BlackBerry ein. Also es gibt ganz viele Alternativen. Viber, das ist ein israelisches Unternehmen, das auch Sprachtelefonie über die App anbietet, ist gerade für fast 1 Milliarde gekauft worden. Also Alternativen sind da. Klar, wenn die alle weggehen, dann hat WhatsApp was falsch gemacht und Herr Zuckerberg auch. Aber im Moment sieht es nicht danach aus, als ob die alle weggehen, weil WhatsApp einfach die meisten Nutzer anzieht und so einem Netzwerk zählt Größe ja ganz viel. Wenn nur dort, wo sozusagen meine Freunde sind, wenn ich mit denen kommunizieren kann, dann macht es auch Sinn, dass ich in diesem Netzwerk bin. Bis das mal wieder umschwenkt, da muss einiges passieren. Da musste WhatsApp einige Fehler machen und bisher haben sie keine großen Fehler gemacht. Insofern ist dieser Umschwung, glaube ich, oder die Abwanderung der Nutzer im Moment nicht zu sehen. Ich nehme an, Sie sind auf beiden Facebook und WhatsApp zu treffen, Herr Schmidt. Ich bin auf beiden zu treffen, ja. Holger Schmidt, der Chefkorrespondent von Focus. Vielen Dank fürs Interview. Bitte sehr. Weiter geht's mit dem Aktionärstipp.